Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. So, wir haben 4.10 Uhr. Ich würde sagen, wir schlafen mal eine Runde. Und zwar, wir haben ja Winter, wir werden bis 8 Uhr schlafen. Das sind jetzt 4 Stunden, das ist nicht die Welt. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ach, wisst ihr was, komm her. Wir schlafen bis... Bis 9, länger kann ich nicht. Okay. Gut. So, 1. Dezember. Ist immer noch das Herbstlaub an den Bäumen. Wenn das ab und zu mal flimmert, das ist tatsächlich ein Problem vom LS. Ich habe jetzt einmal die Grafikeinstellung durch Nvidia optimieren lassen. Und ich glaube, das sieht soweit jetzt erstmal ganz gut aus. So, was müssen wir machen? Wir müssen definitiv was machen. Und zwar brauche ich noch Platz für Maschinen. Das ganze Zeug, was da noch so beim Händler herumsteht, das werden wir hier so nicht unterbekommen. Die Frage ist jetzt natürlich eben, wohin mit dem Zeugs? So, theoretisch könnte man jetzt hier erstmal nochmal, na, die Bäume kann man stehen lassen, aber man könnte dies hier zunächst nochmal ein bisschen ausweiten, dass man hier vielleicht besser durchkommt auf jeden Fall. So, Hallen, ja. Wenn ich die hier wegreiße, ich glaube, hier kriege ich keine größere Halle hin. Das habe ich schon probiert, nutzt aber auch nichts, weil diese Maschinen ja auch irgendwo hin müssen. Wenn ich diese direkt da dran schiebe, dann könnten wir zumindest eventuell 3 von diesen Dingern da hinbekommen. Das könnten wir vielleicht ausprobieren. Pass auf, wir holen mal einen Traktor. Und dann gehen wir anschließend mal ein bisschen... in den Baumodus und versuchen hier mal noch ein bisschen was umzuschachteln. So. Achso, ich bin ja drin, genau. Nehmen wir den, ist auch gut, im Blau. So, ziehen wir die Maschinen nämlich einfach mal raus, verkaufen die Hallen mal, was da oben so ist, und dann wollen wir mal schauen, ob wir eventuell eine große dahin bekommen. Was wir hier überhaupt machen können, weil so optimal ist es nicht, auch hier mit der Ausfahrt, das müsste definitiv breiter werden. Aber ich glaube, sowas ist, könnte man bewerkstelligen auf jeden Fall. So, pass auf, wir fahren jetzt erstmal, ich hoffe, dass wir das vorm Wintereinbruch noch hinbekommen. Na, was ist denn das hier? Ja, fährst völlig daneben, ne? Kann ja nicht gehen, sowas. Sollte das schon aus dem richtigen Blickwinkel sich anschauen, damit das hinhaut. So, die fahren wir erstmal vorne auf dem Hof. Also abhängen bei voller Fahrt geht immer noch. Eventuell können wir aber auch die große Halle, die wir da jetzt haben. Ich muss das gleich mal angucken, wie das aussieht. Ob wir die ein bisschen nach vorne ziehen vielleicht. Komisch, jetzt haben wir den Hof aufgeräumt. Ne? Jetzt fangen wir wieder an, hier oben zu ölen. Und wird doch nie fertig. Alter! Das wollte ich so nicht. Ich wollte Q drücken. Zum Anhängen. Mann! So. Die Halle vielleicht, aber dann müssen wir da auch alles rausräumen. Ist alles schlecht. Wir fahren mal das Zeug vorsichtshalber hier vorne hin. Hier auf dem Acker, da kann nicht so viel passieren.
Aber wenn wir uns das angucken, könnte man die Halle tatsächlich weiter nach vorne setzen und hätte hinten einen größeren Hof. Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen die ganze Fläche hier mal weg. Ich weiß nur nicht, ob ich euch mit einer Baufolge langweilen soll oder nicht. Flug alles raus. Machen wir dieses Menü zu. So. Hätte mir früher einfallen können, auf jeden Fall, aber ich denke, das kriegen wir hin. Können wir vielleicht die Maschinen auch ganz anders sortieren. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Nehme ich hier vorne die große weg. Hier diese Halle bleibt für Traktoren. Das können wir auch schon mal machen. Hier, pass mal auf. P, Baumenü. Bauen. So, und zwar, pass auf, einmal verkaufen. Jawohl. Okay. So, dann das hier. Verkaufen. Ja. Okay. Das hier. Verkaufen. Ja. Okay. Jetzt müssen wir uns rumdrehen. So kommen wir auch an die Klamotten vernünftig dran. Verkaufen. Ja. Okay. Dann nehmen wir die hier auch noch mal weg. Okay. Und abreißen. Das nehmen wir auch noch mal weg hier. Können wir das nämlich auch noch ein bisschen anpassen hier vorne. Mit dem Weg und so weiter. So. So weit, so gut. Dann haben wir nämlich hier einen schönen freien Platz. Wir können dann mal gucken, wie wir die Hallen setzen. Man muss ja ein bisschen was tun, das hilft ja alles nichts. Und hier vorne, das können wir definitiv ein bisschen verbreitern. Eventuell muss noch der Bienenstock da weg. So, da wir Winter haben und hier nur Ölrettich drauf ist, passiert hier auch erstmal nichts. Wenn wir jetzt Fruchtzerstörung anhätten, dann wären hier jetzt schon so einige an Spuren zu sehen. So, Schneidwerkswagen an die Seite.
Na komm. Oh, geht. Ich denke, die Bäume, da werde ich noch mal wegfräsen. Da will ich mal schauen, da gibt es diesen Lizard, den wir im 19er schon hatten, ob der es schafft, das vernünftig wegzufräsen, ohne dass die Map abstürzt. Eventuell sollte ich mal, weil da vorne steht schon was von Niederschlag, eventuell sollte ich mal schauen, dass ich mich eben als Administrator einlogge. Und dass wir die Zeit mal stoppen. Wo war denn das? War das hier? Muss jetzt selber mal gucken. Da ist der Kalender. Da ist das. Da ist das. Hier ist das. Kalender. So, dann haben wir das hier. Oh, wo ist denn das hier mit der Zeit? Da. Und es hat schon angefangen zu schneien. Das ist natürlich jetzt etwas kontraproduktiv. Aber okay, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Es ist so, wie es ist. Ich hoffe, das schneit uns hier nicht zu sehr, zu schnell zu. Bei dieser Sämaschine, da stimmt doch auch irgendwas nicht, oder? Guckt euch mal diese Stiepel an der Seite dran. So, jetzt pass auf. Einmal kurz ausklappen, ansetzen, wieder zusammenklappen. Weg sind sie. Ja, dass es jetzt schneit, ist ein bisschen blöde. Alter, ich wollte nicht auf die Tab-Taste. Ist das nervig, ey, ganz ehrlich. Aber ich denke mal, was hier das Umreißen angeht, werden wir so viele Probleme gar nicht haben. Ich denke, das wird recht flott gehen. Schade ist, dass man die Bäume halt nicht verkaufen kann. Die sind jetzt halt, wo sie sind, und das ist ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Von daher müssten wir die, wenn wir sie loshaben wollen, tatsächlich wegfräsen.
Schade, dass man die Zeit nicht komplett anhalten kann. 0,0. Gerade jetzt, wenn man... Sag mal, ist es denn? Gerade jetzt, wenn man jetzt bautechnisch unterwegs ist. Gott sei Dank, seit wann geht dieser Anhänger hier nicht dran? Also ich versuche zunächst mal den Bienenstock da unten stehen zu lassen. So, noch die Walze, den Settle Truck. Oh Mensch, ey, es nervt doch, Mann. Warum muss man eigentlich zum Anhängen Q drücken? Was immer so direkt neben der Tab-Taste liegt. Das ist ja der größte Schwachwuck des Jahrhunderts. Ganz ehrlich. Übrigens eben gesehen, die Paletten haben sich auch bewegt auf dem Trailer. Ne? Also es ist, was die Physik angeht hier, die ist wieder sehr, sehr aktiv. So, das ist weg. Dann nehmen wir ihn hier weg. Dann holen wir hier einen Container weg. Der Hochdruckreiniger muss auch noch wieder verkauft werden. Nicht exakt runtergefahren. Und schon gibt's Gemecker hier. So, ran mit dir. Dann werden wir das ein bisschen anpassen.
Hier vorne die Zaunelemente noch weg. So, den Big M noch runter. Und dann kann das losgehen. Dann kriegen wir noch ein bisschen was fertig in dieser Folge, würde ich jetzt mal behaupten. So, wir können auch drin sitzen bleiben in unserem Dings. Das ist eigentlich ganz gut. So, pass auf. Was wollen wir tun? Wir wollen erstmal den da noch verkaufen. Der muss weg. Jawohl. So, okay. Dann gehen wir auf den Landschaftsbau. Ich würde sagen, wir wollen einen Hügel bauen. Wir... Achso, F1-Menü lieber wählen. So, das ist... Dann nehmen wir den Punkt hier. Vergrößern das Ganze. Pass auf. Jetzt kriegen wir hier erstmal eine einheitliche Fläche rein. Das heißt... Hier muss ich mal einmal andersrum. Hier möchte ich gerne das angepasst wissen. Ist halt die Frage, ob er das aufgrund der Bäume macht, die da sind. Das werden wir natürlich jetzt mit dieser Textur nicht sonderlich erfahren. Doch, aber es sieht gut aus eigentlich. So, dass wir hier schön zunächst mal eine klare Linie drin haben. So, dann müssten wir malen. Texturen, ist das die hier? Nicht so wirklich. Die. So, die Büsche erstmal weg. Guck mal, siehste. Das heißt, hier würden wir sogar noch, hier würde ich noch ein Stückchen weiter rausgehen sogar. Mit Formen. Am besten geht das tatsächlich über Hügel. Du gibst hier die Höhe an, die du haben willst. Du nimmst hier den Durchmesser, wählst hiermit die Form und mit L die Stärke. Und dann kannst du im Grunde genommen einfach hier so rüber, sofern er das denn entsprechend macht. Vielleicht sollte man das Ganze doch ein bisschen kleiner wählen. Das Dumme ist jetzt halt nur, dass man das hier sehr, sehr schlecht erkennt. Hier stehen jetzt offensichtlich Sachen im Weg. Was sieht da passiert? Da passt es sich noch an. Seht ihr das? Hier ist der Baum im Weg. Der müsste halt weg. Das sollten wir vielleicht auch machen. So, das abreißen. Da
Dann das einmal verkaufen. Jawohl. Die hier verkaufen. Jawohl. Den hier verkaufen. Ja. Das hier. Ja. Und hier den Zaun. Abreißen. Die Bäume können wir nicht abreißen. Schade. Also die müssen wir jetzt wirklich, ja, absägen. Und dann muss ich die wegfräsen. Damit wir hier so ein bisschen Zug bekommen. Selbe gilt für dich, Mon Cher. Und das hier, da müssen wir gleich mal gucken, was das ist. Das sind irgendwelche Büsche. Und für dich. Der Vorteil ist jetzt tatsächlich, dass wir Winter haben. Und demnach nicht so viel Astmaterial hier dran ist. Das heißt, wir kriegen die relativ gut entastet, würde ich mal behaupten. Ach, Kinder, lauf doch mal, Mann. Jetzt hängt er hier irgendwo fest. Ich kann hier nicht mehr springen. So, muss er das so machen. Einmal ins nächstbeste Auto. Und wieder raus. So. Na, das kriegt man hier alles soweit. Alles weggemacht. Lässt sich gut. Lässt sich gut erledigen hier. Und dann würden wir uns hinterher eine Fräse holen oder so und dann versuchen, den ganzen Krempel hier einfach wegzubekommen. Was ist mit dir? Warum bist du nicht weg? Ich glaube, den habe ich sogar selber hingesetzt.
sehr schön. Da fehlt gleich der ganze obere Teil hier. Na, was ist denn das? Dann zeigt er denn hier nichts mehr an. Okay. Da zeigt das an. Den hier rausziehen aus dem Boden. Der backt da voll rein, ne? Ist jetzt alles weg hier, oder? Genau, jetzt auch der da hinten. Die haben wir ja auch irgendwie. Keine Ahnung. Jetzt fällt der Baum. So, liebe Leute. Immer so ganz einfach hier, weil man die Ringe hier bekommen muss. So. Aber mit dem Sägen, das war ja schon immer eine Vollkatastrophe, ne? Mit dem Sägen, Entasten und so weiter. So, dann hier noch. Ist das auch weg. So, und den Rest, da würde ich sagen, da nehmen wir, besorgen wir uns eine Fräse. Das machen wir aber tatsächlich, glaube ich, in der nächsten Folge. Ich will mal eben ganz kurz gucken.
Holzwirtschaft, Schneidwerker, Häckselwerker, Mulcher, Steinsammler, bla bla bla. Grober, Walzen, Wender. Forstmaschinen, so. Baumpflanzmaschine. Ich würde sagen, wir werden das mit dieser hier probieren. Dann schnappen wir uns eben einen Traktor. Der hat jetzt die Walze hinter, also nehme ich einen neuen. Scheiß was, nehmen wir das mal eben und dann gucken wir mal, inwiefern das Spiel abschmiert oder nicht. Das heißt, ich werde gleich erstmal zwischenspeichern auf jeden Fall. Dass wir nicht wieder von vorne anfangen. Das ist nämlich das, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe. Es sei denn, mein Server sagt mir jetzt in den nächsten Sekunden successfully saved, aber das wird er nicht tun. Ja, das, was hier noch für Zeugs rumliegt, das ist also auch noch, ne? Das muss alles noch... Dann später für die Oliven und naja. Warum fahre ich da eigentlich immer so komisch dran? Weil du kannst diese restlichen Baumstämme, das kannst du natürlich zum Sägewerk karren. Du kannst sie aber auch wegfräsen. Das probieren wir mal. Wenn er dann abstürzt, stürzt er ab. Dann ist die Folge zu Ende und wir würden uns in der nächsten Folge wiedersehen. So ganz lange verlängern werde ich diese Folge hier sowieso nicht mehr. So, pass auf. Ganzen Reste noch hier. Guck mal. Genau, einmal auf Escape. Spiel speichern. Okay, so. Oh, das hat jetzt gut hingehauen hier. Auch weg. Auch weg. Fast weg. Na komm schon, Baby. Das hat schon mal funktioniert. Jetzt. Du auch? Lass mal einfach mal hier stehen. Wunderbar. Guck mal, wie das geht, ne? So, kommt der Stamm als nächstes weg. Der ist noch nicht abgestürzt. Das ist schon mal was wert auf jeden Fall.
Gut, das ist jetzt nicht weiter schlimm da. Nächstes Gehölz. Macht die Äste schon weg, ne? Also diese kompletten Stämme. Das ist auch gut so. Brauchen wir die nämlich nicht zum... Die Wege hier, das kann man wieder reparieren. Das ist nicht so wild. Frag mich nur, was das hier für ein Zeugs ist. Können wir das wegmalen oder ist das auch irgendwas Baumtechnisches? Ich bin mir da gerade nicht sicher, weil manche Modder vergraben ja auch Bäume im Boden und lassen die dann als Büsche dastehen, gell? Also das hat tatsächlich funktioniert. Ohne Absturz. Sehr gut. So. Dann können wir jetzt noch mal auf das Baumenü gehen. Und können sagen... Wir machen erstmal ganz kurz Folgendes. Ich versuche mal... diesen Busch hier wegzumalen. Mal gucken, ob das geht oder was das hier für ein Zeugs ist. Ja, es geht. Okay. Dann Landschaftsbauformen. Dann machen wir wieder hier unseren Hügel. Wir haben das jetzt ausgewählt. Ich verändere die Form und die Stärke. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir das hier auf eine Ebene vielleicht bekommen. Guck mal hier, da genau. Da formt sich das wunderbar. So will ich das haben. Kann man hier richtig von hier aus rangehen. Schön hier vorne die Kante anpassen. Und hier würde man eben das Ganze dann... Nicht wahr? So. Bodenanpassung, glätten. Und hiermit könnten wir das Ganze dann nochmal glätten. Texturen, das machen wir dann noch. Und dann könnte man Gebäude bauen. Man könnte eine Halle bauen erstmal. Würde die rumdrehen und ich würde tatsächlich versuchen, könnten die natürlich auch umdrehen.
der Werkstatt hier vorne hin. Ah ne, das lassen wir lieber. Wir lassen das. Wir lassen das, wie es ist. Das könnte etwas feiner sein. Dann würde ich die tatsächlich dahin pflanzen, wo sie jetzt steht. Genau. So, als zweite Halle. Vielleicht wirklich. Ja, da ein Tor. Gut, da werden wir nie rausfahren, aber. Vielleicht hierhin? Das ist ein bisschen blöd, glaube ich. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht hier dann wirklich diese Garagen vor. Eins. Dann Nummer zwei hier direkt ran. Und Nummer drei. Entsprechend auch noch. Und dann vielleicht hier noch eine hin. Und noch mal eine daneben. So. Dass wir gucken müssen, wie sieht es hier hinten aus. Da werden wir noch mal ein bisschen anpassen müssen, glaube ich. Gucken, ob wir das jetzt hier so hinbekommen überhaupt. Aber ich glaube nicht, weil hier alle was, weil hier was gebaut ist. Oder macht er das? Oh, er macht es tatsächlich. Können wir das hier ein bisschen anpassen, genau. Und hier diese, das abreißen.
kurz das nur abreißen. Okay. Ich würde aber sagen, das war es definitiv jetzt erstmal für heute. Wir machen dann beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Ich werde das hier noch ein bisschen anpassen, auch texturenmäßig, dass das alles noch ein bisschen schick aussieht. Hier hinten müssen wir nochmal reingucken. Da ist nämlich unter Umständen ein Zaunelement drin, genau. Das können wir noch eben ganz kurz wegmachen. P. Bauen. Okay, müssen wir die ganze Halle nochmal wegnehmen. Verkaufen, ja, okay. Okay. Abreißen. Gut, das machen wir beim nächsten Mal. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sag bis dann erstmal ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.